diesem Wiener Derby sozusagen der lachende Dritte sein. Die Tiroler spielten in Linz beim FC Stahl Linz und der dort wieder zementierte Trainer Dieter Mirnek hat versprochen, ein großes Spiel zu liefern, obwohl ihm nur eine ersatzgeschwächte Mannschaft zur Verfügung stand. Horst Rubesch, der Tiroler Trainer, der blickte so ein bisschen nach Stuttgart zum neuen Meister VfB Stuttgart und wollte die Tiroler mit einem Titel verlassen. Ja, hier haben wir Horst Rubesch, hat seine Mannschaft sehr offensiv eingestellt. Drei Stürmer, Bakulc, Gusnik und auch Westerthaler. Aber das Spiel macht von Anfang an der FC Stahl Linz, von rechts nach links, hier mit Metzler. Dimitrijev mit der ersten Möglichkeit und Hassler immer Tor des FC Tirol. Hassler heute den Vorzug vor Orage bekommen. 5000 Zuschauer im Linzer Stadion. Eckball, die Eckbälle für die Linzer schießt Imre Koff. Es fehlen ja Pozniakow, Gschneidner, Reinmeier und Seba. Ivsic heute mit einer sehr starken Leistung im Mittelfeld, immer wieder vorne mit dabei und zweite Möglichkeit für die Linzer, diesmal durch Christian Stumpf. Die Tiroler versuchen immer wieder das Spiel zu verzögern. Hier Branko Elsner, der neue Trainer, der neue Sportchef von Wacker Innsbruck. Ja, die Tiroler versuchen im Mittelfeld langsam aufzubauen, kommen aber zu sehr wenig Szenen vor dem Tor. Schlechter Rückpass hier von Jürgen Werner und die Möglichkeit in dieser Phase für Westerthaler. Aber Klaus Lindenberger in super Form, verletzt sich dabei, kann aber weiterspielen. Aber die Linzer direkter, gefährlicher, stärker im Mittelfeld. Immer wieder über Ivsic oder über Zeller wie in dieser Phase. Metzler, ein Volley, wunderschön genommen mit dem linken Fuß. Aber wieder nichts. Weiterhin 0:0. Für die Tiroler ging es ja, wie gesagt, um sehr viel. Um die Meisterschaft. Für die Linzer vielleicht noch die Nummer 1 in Oberösterreich zu werden. Die Linzer sind ja momentan vorne. Dann Ruß. Hört Nagel und Eckball. Eckball für den FC Tirol. Peter Pakult mit neuer Frisur schießt alle Eckbälle und Gusnik beim Kopfball alleine gelassen. Aber auch aus dieser Möglichkeit nichts geworden. Linzmeier und Peischl fehlen bei den Tirolern. Schlechter Pass, Metzler dazwischen. Völlig frei. Und Posch, der Neo-Uerdinger, klärt hier. Posch übrigens mit einer recht guten Leistung in dieser Partie. Und Hassler natürlich, der Tormann, der Tiroler, nicht zufrieden. Didi Mirnek, neu Stahltrainer, feuert immer wieder seine Mannschaft an. Dann Freistoß im Rekhof. Wieder Ivsic, immer wieder in der Position der Sturmspitze zu finden. Diesmal mit dem rechten Fuß Dimitrijev. Und das ist die ganz große Chance, kurz vor dem Pausenpfiff die Linzer in Führung zu bringen. Sergej Dimitrijev, 0:0. Zur Pause. Und das ist auch der Pfiff von Schiedsrichter Steindl. Seiten sind gewechselt. Wieder Dimitrijev. Steigert sich von Spiel zu Spiel. Wieder Ivsic. Alle Flanken kommen von ihm. Dimitrijev und Tor! 46. Minute. Genau nach 40 Sekunden der zweiten Spielhälfte. Sein erstes Meisterschaftstor für den Russen. Noch einmal. Aus anderer Sicht. Ein präziser Kopfball. Keine Chance für Hassler. Und da freuen sich natürlich Trainer Mirnek und seine Spieler. Der FC Stahl führt mit 1:0. Der FC Tirol sofort im Konter über Bauer, dann Pakult. Guter Schuss von Pakult. Aber die Tiroler bäumen sich einfach zu wenig auf, spielen zu wenige Chancen heraus. Dann gibt es einen langen Leerlauf und immer wieder Konter für die Linzer, Metzler, Dimitrijev. Und Hassler. Ein Eckball im Rekhof. Wieder Dimitrijev. Zeller rasiert den Ball ein bisschen, aber eine Riesenchance für den Linz auf das 2:0. Aber es bleibt beim 1:0. Die besseren Chancen zweifellos für den FC Stahl. Immer wieder Horst Rubesch. Guter Pass wieder auf Metzler. Die Chance zum 2:0 und Fußabwehr von Tormann Hassler. Dann die letzte Möglichkeit, 92. Minute, 1:0 für den FC Stahl. Pakult, Westerthaler völlig allein und Klaus Lindenberger rettet. Es bleibt beim 1:0 Sieg für den FC Stahl
und damit natürlich die Meisterschaftschancen der Tiroler stark reduziert, und das weiß auch Horst Rubesch. Naja, ich glaube, man kann sicher sein, dass für uns der Titel war in dem Moment, weil wir aufgrund des schlechten Torverhältnisses automatisch schon 3 Punkte jetzt zurück sind. Sie haben heute auf totale Offensive gesetzt, 3 bis 4 Stürmer aufgeboten. Woran ist es gescheitert? Naja, ich glaube, in erster Linie ist daran gescheitert, dass wir mit den eigenen Nerven nicht fertig geworden sind. Wir haben also teilweise viel zu hektisch gespielt und wir haben Fehler gemacht, die wirklich Amateurhaft waren. Und zum anderen muss man halt sagen, wenn man auswärts solche Chancen geboten kriegt, wie wir sie gehabt haben, dann muss man sie auch nutzen. Ja, und das war die 2. Niederlage des FC Tirol gegen die Linzer jetzt im Frühjahr. Admira Wacker, der